Reden ist Silber, tanzen ist Gold. Seit Stunden schleichen meine Gedanken auf den spröden Holzdielen des Flurs umher. Meine Ängste haben Namen und Gesichter. In der hintersten Ecke mischt sich Staub mit Bekannten. Es ist halt sehr abstrakt, würde ich sagen. Das Tanzen nur zur Sprache, merke ich da, das ist abstrakt in dem Sinne, dass man sich auch gerade anders bewegt. Weil Musik ist ja durchgehend in der Regel. Es gibt wie keine Breaks, keine Pausen, wo man plötzlich keinen Input mehr hat. Es ist einfach nur die simple Sprache, die ja durch Sprechen ihre Absätze hat, ihre Pausen. Also die Schnelligkeit ist ausschlaggebend und das hat automatisch Einfluss darauf, wie ich mich dann bewege. Lasse mir das letzte Stück nicht nehmen. Gebe das Herz, das schlägt und mich am Leben hält, nicht aus der Hand. Oder wir mussten auch ein paar Mal hinhören und merken, nee, wir müssen gar nicht alles so betonen. Am Anfang hatte ich den Stress, dass ich dachte, ich muss auf jedes Wort irgendwas mich bewegen und so. Wenn die Stimme schnell spricht, dann bewegen wir uns einfach langsam, weil es viel mehr betont. Und bei der Musik überlegt man sich das nicht so sehr, oder habe ich mir bisher bei den Choreografien nicht so überlegt. Atme Luft, die mir niemand stehlen kann. Ich bleib dabei, auch wenn es am Ende nur ein Name ist. Ich scheitere. Der Tanz fängt so an, dass eine Person eigentlich die ganze Zeit aus dem Aktivismus heraus sich klammert an jemanden. Das kann irgendwer sein, das kann auch Gott sein. Ist in dem Sinne nicht namentlich so genannt. Greife ich dabei ins Leere? Klammere ich mich anstatt an dich doch nur an meine eigene stolze Illusion? Und merkt während dem Tanzen, nee, das bin nicht ich, die eigentlich klammernd, sondern da diese Person oder Gott war schon immer da. Ich würde sagen, die Tänzerin bewegt sich von, ich muss die ganze Zeit, ich muss mich bemühen, mich an irgendwas zu klammern und kommt immer mehr ins Bewusstsein rein. Nee, da ist ja schon wer immer gewesen, der mich hält, der immer für mich da war. Ich muss eigentlich gar nicht. Da höre ich sie, die Hoffnung. Nicht von weit her, sondern ganz nah steigt sie in mir auf. Ich lasse mich fallen und weiß, dass ich es nicht bin, die festhält. Ich renne, ich hoffe, ich vertraue, ich glaube. Was sonst soll ich tun? Die Worte erzählen schon eine Geschichte. Und das macht bei mir innerlich schon was, visuell. Da habe ich schon, da formt sich schon ein Gebilde, Bewegungen, eigentlich schon eine ganze Szenerie, wie ein Theaterstück. Habe ich immer eigentlich schon irgendwo hier im Kopf. Und dann in der Regel schreibe ich es auf zuerst. Es sind keine ganzen Sätze, aber so A kommt rein, Bewegung Arm, Kopf da, links, rechts. Da. Ich muss es x-mal durchhören. Und dann setzen sich diese Puzzleteile, setzen sich immer mehr und mehr zusammen zu einem ganzen Stück. Und dann fange ich an, effektiv mich zu bewegen. Musik.